Europa ist vielfältig. Vielfältig, was seine Landschaften und Regionen angeht, vielfältig in seiner reichen Kultur und Geschichte, divers in seiner Bevölkerung. Die europäische Idee ist nach wie vor das zivilisatorische Kernprojekt der Moderne. Aktuell droht Europa indes eher der Rückfall in die Durchsetzung nationalstaatlicher Partikularinteressen, Abschottung und ein vielerorts von Rechtspopulismus getriebenes Regierungshandeln. Die überwiegende Mehrheit der Menschen in den Regionen der EU setzt indes darauf, dass Solidarität, Demokratie, Frieden, Sozial- und Rechtsstaatlichkeit weiterhin die Leitmotive des Staatenbundes sind. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wollen die Bürgerinnen und Bürger einen Beitrag dazu leisten, dass es ebenfalls in Zukunft ein vereintes, demokratisches Europa gibt. Ein Europa, in dem die Achtung der Menschenwürde, freiheitliches Denken und Handeln, Akzeptanz von Vielfalt und Respekt selbstverständliche Grundlagen der Gemeinwesen sind. Was zählen sollte, ist die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren. Dafür engagieren sich viele in MV, Tag für Tag. Zum Fest der Demokratie in der Hansestadt Wismar haben sich viele zivilgesellschaftliche Initiativen zusammengetan, um mit der Aktion Europäische Demokratie verleiht Auftrieb einen Impuls aus dem Norden für den Aufbruch in Europa zu setzen. 2019 fällt die Europawahl in Mecklenburg-Vorpommern mit der Kommunalwahl zusammen. Gestalten Sie Europa mit. Ihre Stimme zählt. Ihre Wahlentscheidung gibt den Ausschlag im vielfältigen Chor der Stimmen, in dem Menschen gemeinsam etwas bewegen können. So wie lediglich viele einzelne Luftballons das scheinbar Unmögliche zu Wege bringen, wenn sie einer gesellschaftlichen Idee Kraft verleihen. Seien Sie die Kraft. Entwickeln und gestalten Sie die Union in den Regionen mit. Und wählen Sie eine demokratische Partei, deren Abgeordnete die europäische Idee voranbringen möchten. Denn wir sind davon überzeugt, europäische Demokratie verleiht Auftrieb. Mein Name ist Irmgard Pingel. Ich bin seit 85 Jahren überzeugte Europäerin. Habe ich das ganze Lebensalter nun genommen. Aber ich bin damit die Generation, die im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist und auch die Nachwirkungen dieses Krieges erlebt hat. Und es gab für uns dann nur einen Wunsch: nie wieder Krieg. Heute genieße ich die Freizügigkeit in ganz Europa und kann jedem jungen Menschen nur empfehlen, alles zu nutzen, was das einige Europa an Möglichkeiten bietet, wie zum Beispiel studieren, arbeiten und andere Kulturen kennenzulernen. Reisen bildet nicht nur, es macht uns auch toleranter gegenüber Menschen, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Jetzt zur Zeit, wo Europa immer mehr auseinanderdriftet, wo Rechtspopulismus und Rechtsextremismus die Oberhand versuchen zu gewinnen, ist es ganz doll wichtig, dass die Alarmglocken klingeln und dass wir uns engagieren und dass wir bitte eine demokratische Partei werden. Europäische Demokratie gibt uns Auftrieb. Thank you.
Oh! Ich möchte auch in Zukunft in einem friedlichen Europa leben. Europäische Demokratie gibt uns Auftrieb. Ja! Für Menschenrechte, Grundgesetz und eine soziale, solidarische Demokratie. Für ein Europa, das die Grenzen herabreißt und keine neuen Grenzen aufbaut. Ich bitte euch alle am anderen zu machen.